Ja, ich glaube, der Schlüssel für mich war, dass ich meine Abschläge auf dem Fairway platzieren konnte und nie in einem Fairway-Bunker landete. Das spart jedes Mal einen Schlag, mehr oder weniger. Und selbst die Pot-Bunkers ums Grün herum sollte man vermeiden und das ist mir zum Großteil gelungen. Außerdem habe ich relativ gut gepattet. Ja, auf diesem Platz, glaube ich, muss man alle möglichen Schläger vom Abschlag verwenden. Es kommt auf die Windverhältnisse an, woher der Wind jetzt bläst. Aber ich kann mich an das dritte Loch, glaube ich, ist es, wo man zum Teil nur ein Eisen 4 abschlägt oder Eisen 5, wenn es Rückenwind ist, um eben vor die Bunker zu kommen. Es sind einige Löcher, wo man Driver schlägt, manche mit Holz 3, aber auch ein oder zwei, wo man eventuell mit dem Eisen abschlägt. Es wird sicher beides der Fall sein. Es wird Löcher geben, wo ich aggressiv rangehe und dann gibt es auch einige Löcher, wo ich eher versuche, den Ball im Spiel zu halten, ohne ein großes Risiko einzugehen. Ja, das ist so ein typisches Loch, wo man bei Rückenwind kann ich eventuell das Grün mit zwei Schlägen erreichen. Also wenn das der Fall ist, werde ich attackieren. Aber wenn ich mit zwei nicht hinkomme, dann lohnt es sich nicht, den Driver zu nehmen und die ganzen Pot-Bunker ins Spiel zu bringen, dann wäre es wohl besser, ich spiele vor die Bunker, lege mit dem Eisen den zweiten Schlag ab und versuche dann mit dem Wedge oder mit dem kurzen Eisen nah ans Loch zu kommen, um das Birdie oder Par zu schaffen. Gut, jedes Loch hat seine Schwierigkeiten und kann spielentscheidend sein, aber ganz besonders ist, glaube ich, das Finish, die 16, 17, 18. Ich kann mich kaum erinnern, irgendwo in der Welt ein solch schweres Finish zu sehen auf irgendeinem Golfplatz. Die 16 ist ein unheimlich langes Par 3 mit Pottbunkern, das Grün ist erhöht, ein sehr schweres Par dort zu schaffen. Dann die 17, ein unheimlich langes Par 4 mit Wasser im Spiel und viel Wind und auch Bunker und Gorsbusches, alles Mögliche. Und die 18 ist fast ein Wahnsinn. 499 Yards lang, zweimal über Wasser, links out of bounds am Abschlag und für den zweiten Schlag unheimlich lang, oft noch bei Gegenwind. Also ich habe da schon Driver und Holz 3 geschlagen. Man muss wirklich committed sein. Sehr eng, wie gesagt, zweimal Wasser vorne und hinten und dann auch noch auf der rechten Seite mit zwei Pottbunkern. Das Loch hat alles und wenn man da die 4 macht, dann kann man nur gegen den Himmel schauen und sagen Amen, danke. Ja, es war vor vielen Jahren und an was ich mich erinnere, ist, dass es hier keine Bailout-Area gibt. Also man muss, es ist links und rechts sind Probleme. Entweder hohes Raff oder Pottbunker, out of bounds, Wasserhindernisse, alles Mögliche. Nicht wie in St. Andrews, wo man ab und zu nach links schlagen kann, da passiert gar nichts, weil da das andere Fairway ist. Hier ist es nicht der Fall. Man muss wirklich das Fairway treffen, das eigene Fairway, sonst hat man Probleme. Ja, Erfahrung ist sicher wichtig, deswegen kommen die Spieler auch einige Tage vorher an und spielen mindestens zwei, drei Trainingsrunden, die hier noch nie waren. Aber der Platz ändert sich von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag mit den anderen Windverhältnissen, die man hier vorfinden kann. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man eben nicht in die Pottbunker schlägt, denn da wird man sehr bestraft. Man muss wirklich versuchen, die zu vermeiden, dann hat man eventuell eine Chance, ganz vorne dabei zu sein. Ich glaube, Erfahrung hilft hier schon. Es ist auch ein Platz, wo es nicht nur um Länge geht, sondern mehr um Präzision und dann, ob man seine Gefühle eben in Schach halten kann. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass jeder hier einen Doppelbogey kassiert oder vielleicht mehrere. Denn der Platz ist dementsprechend schwierig und die Wetterverhältnisse machen es nicht einfacher. Und all das zusammen kann gut sein, dass ein Älterer wieder gewinnt, aber es gibt auch viele sehr gute junge Spieler, man weiß es nie vorher. Ich glaube, Ricky hat überall Chancen, wo er auftritt. Er ist sehr, sehr, sehr gut mit seinem Putter, einer der besten Putter, die ich je gesehen habe. Und das ist natürlich schon das halbe Spiel. Zum anderen sind seine langen Schläge präziser geworden. Ich glaube, sein Schwung hat sich gefestigt, ist besser geworden. Er trifft mehr Fairways, mehr Greens und das wird ihm zugutekommen.
gibt es eigentlich nicht, bis auf, wenn man es vergleicht mit St. Andrews, wie ich schon erwähnt habe. Hier ist wirklich jedes Loch, da ist links und rechts, wird man bestraft. In St. Andrews kann man bei dem einen oder anderen Loch mal nach links ausweichen, da ist Platz. Oder es gibt auch sehr breite Fairways, gibt es hier überhaupt nicht. Alles ist relativ eng, mit sehr hohem Rough und sehr vielen Bunkern, zum Teil auch Wasser, was es auf anderen Linksplätzen auch nicht gibt. Deswegen wird Canusti auch Canasti genannt.